Wiki-Stammtisch. Hallo, willkommen zum Wiki-Stammtisch Episode 3, heute mit Benutzer Carona. Für mich eine Premiere, dass ich jemand an der Leitung habe, den ich persönlich gar nicht kenne. Wäre ja ein bisschen weit weg, ne? So hier einfach quer durch Deutschland mal. Ja. Hallo Carona, was ich über dich weiß, weiß ich von deiner Benutzerseite. Du schreibst, dass du Rentner bist und in der Eifel, in der Städteregion Aachen wohnst, über dem Ruhrsee. Gelernter Starkstromtechniker, Abitur nachgeholt, studiert und dann als Programmierer gearbeitet. Ich habe eine Umschulung zur Organisationsprogrammierer gemacht, da ist aber nichts draus geworden, weil alle sagten mir, die Studenten sind halt billiger, also war das auch schon wieder nichts. Das Arbeitsamt hat mir da dringend empfohlen, umzuschulen von Pädagogik, ne, auf, naja, das ist vorbei. Jetzt bist du Rentner. Und hast am 12. September 2004 zum ersten Mal auf der Wikipedia was gemacht. Warst du da schon Rentner? Nein, ist erst seit neuestem, seit zwei Jahren. Ach, ist erst seit neuestem, okay. Und du hast ein großes Thema, nämlich Hunde. Das Portal Hund ist dein Zuhause sozusagen. Ja, mittlerweile mischen da sehr viele Leute mit, ne? Und da habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen. Ich bin ja auch nicht so der absolute Fachmann und Fachmenschen sind da inzwischen einige bei, ne? Ein paar Tierärzte und was weiß ich alles, ne? Ach so, das weißt du, weil die das dann dich so erkennen geben, oder? Ja, also im Laufe der Zeit. Einer sitzt in den USA und einer war, glaube ich, hier Prof in irgendwo an der Uni in der ehemaligen DDR, glaube ich. Mhm. Leipzig oder weiß der Prof was? Dein erster Edit war aber nicht mit Hunden, sondern in dem Artikel Knicklenker. Ja, das war ja halt so mal der Anstoß, wo ich mal was gemacht habe, weil ich da Teil gefahren bin und denke, ach, du machst mal eben was damit. Bitte mal anfängst. Du hast ein Komma entfernt, sehe ich gerade. Ein guter Einstieg. Ja. Und dann. Und such halt rum, ne? Ob da schon was gibt und sowas. Mhm. Und dann, du hattest selber Hunde und bist auch großer Fan und hast dich deswegen dann auf Hunde gestürzt. Und zu der Zeit, 2004, da war ja alles noch sehr unterbesetzt, da konnte man auch noch so richtig viel machen. Weißt du noch, wie das angefangen hat? Wie hast du dich... Wir hatten selber einen Hund, einen passenden, also ein Mali. Guck mal, was bei Mali steht. Und da stand, glaube ich, noch nichts oder ganz wenig. Dann habe ich halt eben ergänzt. Das hat mir dann im Laufe der Zeit viele Bücher gekauft, ne, und um das auch zu ergänzen. Ne? Auch dementsprechend teuer. Aber was soll's? Muss man mal machen. Ach ja, da ist ja ein Bild von meinem Bücherschrank auf meiner Seite. Ach stimmt, da Fotos. Hm. Und du schreibst ja auch, du hast auch eine Unterseite angelegt, wie alles anfing. Weißt du noch wieder, was das für ein Gefühl war zu schreiben? Also ist dir da jemand in die Quere gekommen? Hast du eigentlich für dich allein geschrieben oder hast du schon bald mit anderen da kommuniziert oder wie war das? Nee, fast alles für dich hier aus Einzelkämpfer. Hier ist ja keiner in der Nähe. Hätte ja gerne mit anderen was gemacht, aber da war ich halt hier alleine. Ist auch egal, hat Spaß gemacht. Aber du hast... Obwohl ich bin ja so am Rand von Legasthenikern, deswegen hat mich eigentlich auch nie gestört. Da bist du nicht der Einzige. Also das meine ich gar nicht böse, sondern es sind etliche, die dann Rechtschreibschwäche haben, aber doch inhaltlich sehr gut arbeiten. Gibt ja mittlerweile Rechtschreibkorrekturprogramme auf Rechnern, ne? Was mir auch bei der Uni sehr geholfen hat. Wo dann auf einmal Rechner zugelassen wurden, ne? Und deswegen hat es mich nicht mehr reich gekratzt, ne? Das geht ja. Also das heißt, dass du auch nie auf irgendeinen Stammtisch oder sowas warst, ja? Doch, ab und zu mal in Aachen, ne, so ein, zweimal im Jahr. Aber das sind immerhin auch 30 Kilometer und naja. Aber okay, also Wikipedia ist sozusagen so dein Hobby. Was sagt deine Frau dazu? Ja, nix, soll sie dazu sagen. Besser als zum Fußball gehen oder im Keller zu verschwinden. Ja, das sowieso. Also, das ist das schon selbstverständlich. Und am Rechner was macht. Und wissen Leute in deinem Umfeld, was du da machst? Ein paar. Ja, ein paar. Und wie reagieren die drauf? Ist ja doch eigentlich eher ist eigentlich ungewöhnlich, oder? Eigentlich gar nicht. Also ich hab's bei Facebook mal geschrieben und sowas, ne? Aber ich möchte, wenn du da was machst, Facebook da raushalten, ne? Also ganz kategorisch trennen.
Na klar, kein Problem. Nee, mich Ich kriege interessiert. ja ab und zu mal, wenn ich mal was fertig gemacht habe, setze ich rein und habe das und das gemacht. Und dann einfach so. Oder wenn einer mal Fragen hat, verlinke ich den Artikel. Oder wenn ich was Neues geschrieben habe oder wenn ich neue Bilder da reingesetzt habe und sowas, ne? Also du hast schon auf Facebook geschrieben, dass du auf Wikipedia was geändert hast. Ja. Aha, und da gibt's da Reaktionen drauf? Teilweise. Teilweise auch, naja, böse. Ich habe hier mal über den sowjetischen Friedhof was geschrieben und habe ich dann auch dann angeführt, ne? Und dann ist dann auch teilweise böse Reaktionen gekommen, ne? Über Facebook oder über Wikipedia? Über Facebook dann noch, ne? Was denn für Reaktionen? Erzähl mal. Was soll der Quatsch und sowas? Oh, ach, das kennst du, das ist doch üblich, wenn du diese Themen vom Dritten Reich anführst, da sind dann immer Leute, die dann denken, da haben wir nichts damit zu tun oder was soll das? Haben unsere Großeltern gemacht, dann machen wir heute nicht mehr und so weiter und so weiter. Okay, ja. Leider ist das auf Facebook so. Aber ich finde es ja auch interessant, dass in deiner Gegend es einen sowjetischen Friedhof gibt, weil die Rote Armee ist ja so weit nicht gekommen. Ja, das waren hier letzten Endes Kriegsgefangene und Ostarbeiter, ne? Ach so. Kannst ja mal eingeben, Russenfriedhof Simmerwart. Dann landest du da. Den hatte ich mal angelegt, den Artikel, und schon Schluss vervollkommnet, weil da irgendwie was Neues gemacht worden ist. Diese Granitstelen da, ne? Ach, und die Fotos sind auch von dir. Alle ja. Ja, und ich sehe, dass du auch bei der Übergabe der Listen dabei warst, bei der Einweihung. Ja. Ja, klar. Muss so ein. Es ist ja nur ein paar Kilometer weg von hier. Und da bist du extra hin, um für die Wikipedia Fotos zu machen, oder war das Zufall? Ja. Ah, gut. Auch schon vorher. Ich habe ja nicht nur davon Fotos gemacht, ne? Ich habe ja hier fast alle Baudenkmäler verfotografiert. Und so und was weiß ich auch noch, ne? Das ist ja. Ach, Du hast also eine Liste rausgesucht mit Baudenkmälern und bist die dann abgefahren und hast sie fotografiert. ja. Ah ja. Und was mit Ist ja auch, das? habe ich ja, es ist ja auf meiner Seite, habe ich ja auch die Fotos aller da drauf, ne? Auch mit Wikipedia Loves Monuments, und dann habe ich die mal, hat sich dann so richtig gelohnt. Und du hast eine Finepix S5700, also eine relativ einfache Kamera. Ja, damit habe ich mal angefangen. Aha. Aber ist das? Mittlerweile habe ich eine Sony, eine Spiegelreflex, ne? Das war schon was besser, obwohl einfach, manchmal ist es einfacher, wenn ich so eine Taschenkamera, so eine kleine mitnehme für manche Sachen, ne? Wenn man so Ach. spazieren geht und was Auffälliges findet, da kann man immer schön Na, Alpha Fotos. 33, ja, da hast du ja auch ganz schön zugelangt vom Geld her. Donnerwetter, für Nee, die. ist erst gebrauchtes Zeug. Ja, trotzdem hat es Geld gekostet. Und die hast du gekauft jetzt, weil du für die Wikipedia halt Fotos machst. Ja. Ah. Respekt. Und machst du dir auch Gedanken über die Fotos? Hältst du so drauf oder versuchst du irgendwas Besonderes drauf zu haben? Ich glaube, ich habe das so automatisch drauf. Ich komme eigentlich aus der Schwarz-Weiß-Fotografie. Und da habe ich dann so einige. Das kriegt man einfach so, da kriegt man einfach einen Blick für, ne? Was bei Häusern, was man, wie man die möglichst gerade hinkriegt und dass sie in der Mitte sind Naja, und ein bisschen entzerren kann man ja immer, ne? Ja, das ist, irgendwie ist es. Man geht schon mal ein bisschen auf Seite oder so, und guckt, von wo es am besten aussieht, ne? Das geht aber, das habe ich eigentlich, mache ich eigentlich nie was Besonderes. Das geht eigentlich so mehr oder weniger automatisch. Das ist eigentlich erstmal für die Baudenkmäler eine reine Dokumentation, die ich da gemacht habe, ne? So in dritter Linie erst auf Schönheit, auf Besonderes. Aber Dokumente. wenn ich mir die dann so ansehe, dann denke ich mir, oh, ein gutes Foto da. Und in Wiki Loves Monuments, da werden ja nur Bilder angenommen, die im September eingereicht werden. Und Ja, da muss man irgendwann losziehen, ne? hältst du dann Bilder zurück, um die dann im September einzureichen? Nö, ich fahr dann im September los und mach die Fotos. Ach so. Sonst lässt mich das gar nicht keine Ruhe, wenn ich sie auf ein Foto habe und denke, ach, die muss ich reinstellen. Hast du so einen inneren Druck, ja? Die müssen jetzt hoch, jetzt sind sie da, weg da. Kann nicht verstehen, ja. Es geht mir ja ähnlich. Und hast du schon mal einen Platz belegt irgendwo? Nein. Sind nur so viele, Aber es macht die ja da sich trotzdem Spaß. bewerben. Aber es macht ja trotzdem Spaß, sagen wir, Ja da klar, macht hinzu. das Spaß.
Nur habe ich hier im Moment nichts mehr in der Gegend. Und weil wir müssen weiter wegfahren, habe ich auch keine Lust, dann da noch irgendwo wieder in einer anderen Stadt da rumzumachen oder sowas. Ich hier das, was alles in der Gegend ist, so im 20 Kilometer Umkreis, ist jetzt abgegrast. Hm. Und wie lange hast du da jetzt gebraucht? 10 Jahre? Nö. Müsste dabei stehen. Also ich habe da genau, auch wenn du auf meine Seite gehst, dann in der Baudenkmäler. Ah, da, Fotos Baudenkmäler, ja. Naja, da habe ich mal genau hingeschrieben, von welches Jahr das ist, ne, wo ich das gemacht habe. Ne. 2012 steht hier, Wikilofs Monuments 2012. Sind auch noch andere bei, glaube ich. Ich glaube 13 auch nochmal. Ah, ist doch egal, Hauptsache die Fotos. Okay, und bist du denn mal, hast du auch negative Erfahrungen auf Wikipedia gemacht? Nö, eigentlich nicht. Irgendeine Löschdiskussion? Da sind mal ein paar Leute, ein paar Artikel gelöscht worden, aber von mir aus. Hast du dich so nicht viel war das nicht der Rede wert. Vielleicht 2, 3, 4 oder sowas in der Gegend. Manchmal tauchen die nach der Zeit schon mit einem anderen Namen wieder auf und naja, was soll's. Ist nicht schlimm. Manchmal findet man halt Sachen, die noch keiner gehabt hat. Findet man hier irgendwelche Begriffe oder sowas, ja, guck's mal nach und schreibst was drüber und dann die hängen dann noch so zwischendrin mal drin. So kleine Artikelchen oder sowas. Hm. Hast du eigentlich andere Leute auch zur Wikipedia gebracht? Nee, bis jetzt noch nicht. Nee, hat sich nicht ergeben. Nee. Ist eigentlich schade, aber ja. Und haben dich andere gefragt, ob du für sie was in die Wikipedia reinschreibst? Ach, vor Urzeiten mal sollte ich Bilder reinsetzen. Da war das noch nicht so streng und die, teilweise sind die gelöscht worden. Weil dann wegen Copyrights und sowas, ne, mit dem, ich konnte dann nicht mehr nachliefern, diese, wie heißt das, Ortis oder sowas, die Genehmigung. Das war dann natürlich ein bisschen doof, ne. Das war ja so 2004, 2005, da fing das erst auch mit Commons an, dass da alles hin sollte. Und dann kamen sich dann so Beschwerden, ja, sind keine, nicht ersichtlich, dass du die Freigabe davon hast. Ne? Und ich sagte, ja, das gab's damals noch nicht. Das fing dann gerade erst an. Und gesagt, ich kann doch mal ein Eid nehmen, dass ich da die Erlaubnis dazu habe. Ja, schlimm war es nicht und geht ja. Notfalls hat man dann irgendwo das gleiche Foto nochmal anders gemacht, hat die das ja wieder. Ich kenne noch die Zeit, wo dann Leute sich gesagt haben, Wikipedia ist ja kein Bilderbuch und wo dann ein Bild akzeptiert wurde, so ungefähr. Ja, es hat sich ja auch jetzt geändert. Die Rechnerkapazität auf der Wikipedia ist ja jetzt größer, dann können ja ruhig viele Bilder rein. Und auch der örtliche Feuerwehrverein oder so, die haben jetzt nicht gesagt, du, jetzt musst du mal hier ran und für uns was machen oder so? Nö. Nö. Das ist ja eigentlich auch uninteressant, weil es ja nicht weltweit hier. Und hast, ich sehe gerade, dass du schon ganz erfahren bist im interviewt werden, dass du schon für die Aachener Nachrichten... Ja, die haben fast die ganze Seite mit mir verbracht. Und dann kam RTL Kommunal nochmal auf mich zu. Und dann haben wir hier im mehr oder weniger im nächsten Ort hier noch einen kurzen Bericht gemacht. 2 Stunden Arbeit für 2 Minuten Sendezeit. So ist das immer. Ja, habe ich auch mit gerechnet. Ne? Und hat es dir Auftrieb gegeben, da so interviewt zu werden und jetzt weiterzumachen? Oder hast du es einfach so hingenommen? Oder wie war das? Wieder was? Hat dir das irgendwie, was hat dich das motiviert, weiterzumachen? Wobei, an Wikipedia oder sowas? Ja, genau. Ja, hätte ich, also hat nichts geändert dran. Ach so. Wenn ich was finde, dann werde ich das machen. Und wenn ich nichts finde, kann ich nichts machen. Wie gesagt, mir fehlen eigentlich Themen, ne? Und wenn ich mal wieder was hab, ich habe da noch was im Hinterkopf, hier im 20, 30 Kilometer weg. Da wollte ich noch ein paar Aufnahmen machen. Und da ist noch was anderes, was ich dann auf euer eventuell Artikel schreibe. Ich hatte ja mal jetzt das letzte große Projekt, was ich gemacht habe, war ja so eine Liste der Burgen, Schlösser und Befestigungen hier in der Eifel. Hat auch irgendwie eine Woche Arbeit gekostet, aber
das war dann schon wieder, jetzt ist wieder Leerlauf. Das ist seltsam, ja. Du hast erzählt, du hast Portal Hund, also die Hunderassen sind quasi, alle haben jetzt einen Artikel oder alle haben einen Artikel. Es kommen ja Rassen noch hinzu, nehme ich mal an, wenn ich das richtig erinnere. Das ist dann aber immer nur Kleinarbeit, du überwachst die Artikel, ne? Du sichtest die. Mit anderen zusammen halt. Ja, klar. Ja, dann hast du deine Region abgegrast und jetzt hast du gerade irgendwie nicht so die Vorstellung, was du noch machen könntest. Hast du denn Genau. Hast du denn zu Starkstrom schon alles geschrieben? Weiß ich nicht, muss ich mal überlegen. Das wäre ja, was ich meine. Da bin ich ja schon ewig raus. Da hat sich ja einiges geändert mittlerweile. Und dann gibt's ja auch Seiten, wo Leute sich Artikel wünschen. Vielleicht wäre das ja was für dich. Gucke ich zu wenig rein. Mhm. Wie heißt die Seite? Wünschartikel oder Artikelwünsche musst du da suchen und dann stehen da, wo Leute sich was wünschen. Es gibt auch Fotowünsche. Ich bin da auch eingetragen, man kann sich eintragen und jetzt kriege ich Anfragen, dass ich in Berlin und Umgebung mal hinfahre und Sachen fotografiere. Ja, stimmt, eine gute Idee. Habe ich das? Weiß ich jetzt gar nicht. Mhm. Na, ich setze mal den Beitrag, den Link auf die Seite rein, dann kannst du danach schauen. Ist ja interessant, ne? Also in Berlin ist eigentlich flaches Land, mehr los und hier ist noch so viel nicht fotografiert. Ja. Belgien rein, müsste wahrscheinlich was gehen noch. Mhm. Ja, gerade im deutschsprachigen Wikipedia dann, ne? Ja. Na, ich habe so, ich schreibe viel über Frankfurt-Oder, das ist die Stadt, wo ich aufgewachsen bin, die ist so 80 Kilometer östlich von Berlin. Und da ist noch ganz viel zu machen. Also da hat noch nicht jeder Teich und jede Straßenbahnhaltestelle ihren Artikel. Ja, doch ein bisschen übertrieben manchmal, was an Artikeln da ist. Ja, wenn sich einer findet, der das schreibt und auch interessant schreibt, gibt ja so Kurzartikel, wo dann drin steht, der Theaterteich ist ein Teich mit 10 Meter Durchmesser, da braucht man keinen Artikel von. Das kann man dann in Wikidata oder so reinpacken. Weißt du? Ja, man müsste aber doch irgendwas, wenn das einen besonderen Bezug hat oder sowas, dann ist es schon interessant, ne? Aber sonst, ich weiß nicht, hier hat mal einer habe ich gesehen, der hat auch viele Listen reingestellt von Baudenkmälern zum Ausführen oder weiß ich, ob der das war, der hat dann jedes Kreuz, das da beschrieben oder weniger, worauf er dann erstellt worden ist, woraus er besteht, und dann war das schon, ne? Dafür brauche ich keinen Artikel zu schreiben. Hast du denn mit Wikidata schon was zu tun gehabt? Nee, nicht. Also ich habe gerade eine Seite aufgerufen, wo man sich anschauen kann, welcher Benutzer auf welchen Wikimedia-Projekten was gemacht hast. Und ich habe gesehen, auch in der deutschen Wikipedia, da hast du 23.833 Bearbeitungen. Respekt. Auf Wikidata hast du eine. Bin ich ja doch wohl mal aus Versehen reingekommen. Ja. Und bei Commons hast du 3.653 Bearbeitungen. Ja, Gott. Das da muss man ja die Bilder reinstellen, ne? Na, und dann, wenn man das Bild noch bearbeitet, dann bearbeitest du eigentlich Bilder nach oder lädst du sie hoch, wie sie kommen? Ich bearbeite die nach. Ich setze ja auch Panoramas zusammen und ein bisschen noch an Farben drehen oder stürzende Linien ausrichten. Alles, was man so Farben nachgucken, wie das ist, ob das ein bisschen noch dran machen kann. Und welches Programm benutzt du da? Bitte? Welches Programm benutzt du da? Unterschiedliche. Was habe ich denn da? Dieses Irvine View, ach, das habe ich teilweise einfach nur so. Da kann ich mit verkürzen, die wenn ich nur Ausschnitte machen will, ne? Mhm. Für Panoramen habe ich ganz gerne dieses AS von Microsoft. Mhm. Und sonst Photoshop Elements und Zona 18. Zone 18, ja. Das sind immer manche Sachen, kann man da besser machen, manche da, und ist halt so, ne? Und in der englischen Wikipedia hast du auch 51 Edits gemacht. Aber ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Auch irgendwas mit Hunden. Ich kann eigentlich so gut wie kein Englisch mehr. Mhm. Oder kann noch nie richtig gekonnt und war eben halt leider und ging aber nicht anders. Und Wikivoyage hast du mal diskutiert, aber noch nicht so richtig bearbeitet. Wäre ja auch noch was. Das ist ja nochmal was anderes, als jetzt ein Artikel über eine Kirche, dann halt das in Wikivoyage reinzufliegen. Mhm.
Bisschen anderer Stil. Und dann steht hier auf deinem Profil, dass du auch bei OpenStreetMap Karten editierst. Ja, hat mir auch sehr viel geholfen. Ich habe dann allen Häusern hier in der Häuser eingezeichnet und die Hausnummern eingetragen. Und dann konnte ich dann natürlich beim, wenn ich jetzt irgendein Haus gesucht habe, zum Denkmal eintragen, viel schneller finden. Das habe ich halt auch hier alles in der Umgebung gemacht. Ne? Wie hast du da reingefunden in diese OpenStreetMap-Software? Ewig her, weiß ich nicht mehr. Hast du einfach angefangen vermutlich. Und woher wusstest du die Hausnummern? Die kann man über die, es gibt ja von Nordrhein-Westfalen etc. gibt es ja die Möglichkeit da, die Sachen zu holen. Die haben ja so Luftbilder und, wie nennt sich das jetzt? So Kataster. Grundstücksgrenzen, alles und sowas. Also Flughafen, ja. Du hast das rausgeholt und da eingetragen, ist ja auch cool. Bitte? Das ist ja auch eine tolle Sache, also das ist auch eine Ergänzung so zu Wikipedia, finde ich, die OpenStreetMap. Ja, vor allen Dingen ist das praktisch, wenn du die Hausnummern hast und wo die Häuser sind, ich finde es einfach schneller, ne? Mache ich mir eine Skizze, wo ich da hin muss und fertig. Hm. Und sonst, wenn du hast die Straße, muss erst die Straße suchen gehen und wo sind die, wie sind die Häuser durchnummeriert und ach, das ist ätzend. In Eifel ist sowieso ätzend hier mit Hausnummern. Die haben auch teilweise keine Hausnummern am Haus. Ja, das kenne ich auch gerade beim Fotografieren. Wenn ich Häuser fotografiere, versuche ich immer mindestens ein Bild zu machen, wo eine Hausnummer drauf zu sehen ist. Gerade wenn ich einen ganzen Straßenzug irgendwie ein Foto aus dem Haus aufnehme, dass ich mich später auch wieder erinnern kann. Ich fotografiere meistens auf ein Straßenschild, damit ich weiß, wo welche das war. Genau. Sehr cool. Ja, und jetzt bist du auf der Suche nach Themen. Ja. Hoffentlich konnte ich dir jetzt ein paar Tipps dazu geben. Mal sehen, lieber. Mal sehen, ob das hilft. Doch, hilft immer. Ah. Willst du noch irgendwas in der Welt Bescheid geben über die Wikipedia? Oder nee. Ja, doch. Das, was wir jetzt machen, bleibt das jetzt... Wie verskriptest du das, oder... Nee, das ist wie gesagt eine Audioaufzeichnung und das werde ich in meinem Podcast veröffentlichen. Also. Das kann man sich dann runterladen und anhören. Oh nee, nicht nochmal. Komisch, ist ja schon komisch, das RTL-Ding zu sein, den nochmal anzuhören und nochmal anzugucken, aber ich bin froh, ich hätte einigermaßen hingekriegt, hab, das zu laden und so. Die sind da Spinner, die RTLer, die habe ich halt einfach abgefilmt vom Bildschirm. Ach so. Hm. Die haben das, kannst du bei andere ARD und ZDF, die haben eine Mediathek, wo du das auch runterladen kannst. Hm. Da sind die bescheuert drin, die RTL und SAT und was weiß ich, dass die machen halt jedes Mal anders, dass du dich da nicht drauf einstellen kannst. Ne? Ja. Nee, ich habe mir das ja auch erst angeeignet jetzt mit dem Podcasten. Also ich zeichne das auf in einer Datei. Das Programm, was ich hier habe, macht auch gleich eine MP3-Datei da draus. Ock kann es nicht. Dann konvertiere ich das und dann kann man es, dann lade ich es auf meiner Webseite hoch. Da, von der Webseite kann man es runterladen und ich habe auch noch vor, das auf Commons hochzuladen, in dem Ock-Format, damit man es da noch holen kann. Da habe ich auch immer Probleme bei Videos. Wie wandle ich die um? Da muss man stundenlang suchen, bis ich ein geeignetes Programm finde. Na, da gibt's FireOck. Das ist eine Erweiterung für den Firefox Explorer, also Firefox Internet Browser. Mhm. Der kann zu ziemlich viele Formate in das entsprechende Format umwandeln. Und ich glaube, es gibt jetzt auch auf dem, das heißt ja nicht mehr Tool Server, das heißt ja jetzt Tool Labs. Da gibt es jetzt auch einen Dienst, wo man Videos umwandeln kann. Ich packe den Link auch mit dazu jetzt bei dem Beitrag. Weißt du, was mich auch nervt? Dauernd ändert sich irgendwas und da kriegt man kaum mit. Dann hast du irgendwelche neuen, sagen wir mal so, Bestimmungen oder neue, wie nennen sich die jetzt, neue Dinge, wo du was eintragen kannst. Wie heißen die Dinger denn jetzt, die Fenster? Das, ach Mann, dieser Visual Editor oder irgendwelche... Nee, der nervt mich teilweise auch. Mhm. Mache ich teilweise ungern. Nee, einfach so, wenn du einen Artikel hast, dann hast du rechts so ein Fenster stehen, wo die Grundsachen drin sind. Mhm.
Also ach so, bestimmte die Sachen. technische Neuerungen und sowas. Da Nee, gibt's. nee, 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 nee. das Das meinst du ist. nicht. Es geht ja auf einen Hundeartikel, hast du mal den rechten Fenster drin, wo die ganzen Daten zu dem Hund drin stehen, ne? Ach, diese Infobox, ja. Diese Infobox, wie heißt das? Der Oberbegriff von sowas? Na, die Infoboxen, ich kenne das nur so. Ja, nein, das ist doch ein Automatismus, wie du das auch Ach ausfüllen so, kannst. eine Vorlage. Ach genau, Vorlagen, ja, da kommen immer eine neue wieder hin und manchmal bin ich doch am Verzweifeln, wo man jetzt wieder was herkriegen kann und sowas. Ne? Und dann ändert sich da was, denkst du, oh, wieder was ändert. Also ich gucke meistens, weil ich eigentlich schon immer so gemacht habe, ich gucke bei den anderen nach, wie die das gemacht haben und dann nehme ich das und verändere das nach mir, wenn ich die einträge. Was auch, fällt mir gerade jetzt wieder ein, bei den Vorlagen, die zu den Literaturangaben, da ändert sich auch dauernd was. Dann hast du dich mal an eine Sache gewöhnt und dann kommt jetzt wieder was anderes. Ja, da wird Und ständig dran wieder anders als da. gearbeitet. Das ist mir auch schon aufgefallen. Und es gibt tatsächlich keine andere Möglichkeit, als immer nachzuschauen, wie andere das machen, sich die Ja. Vorlagendokumentation anzugucken. Da muss man schon sich ständig weiterbilden, um da am Ball zu bleiben. Man muss das nur mitkriegen, ne? Ja, nee, dafür gibt es Klammer auf, kein. Doppelklammer auf, Literaturhinweis, Klammer zu. Aha, nee, damit ist das jetzt schon wieder los. Dann ist die Reihenfolge, hat sich wieder geändert und naja. Ja, nee, aber Muss man mitleben. es muss ja was sich verändern, ne? Also wenn immer alles gleich bleiben kann ja nicht, ist noch viel, also ich sehe noch viel Verbesserungspotenzial bei der Oberfläche von der Wikipedia. Für zum Editieren müsste einiges getan werden. Ne? Das ist ein bisschen noch. Auch mit dem neuen Visual Editor. Sobald da was änderst, ist noch nicht mal so ganz klar ersichtlich, was man da ändern kann, ne? Mit den Icons, ne? Was dazugehört. Muss man sich erst reinfuchsen. Was würdest du dir denn wünschen, noch was dazu kommt? Ich würde einfach mir wünschen, dass man das wirklich wie ein Textverarbeitungssystem direkt ändern kann. Ne? Naja, Wie ist ein bisschen Office. schwierig mit den Tabellen und mit den Bildern und gerade mit den Vorlagen. Ist nicht so einfach. Wieso Tabelle nicht? Dann braucht man doch einfach nur, wenn man eine Tabelle hat, bei Open Office, so klicke ich einfach die Zeile an, sag, mach mir dann noch eine, was da drunter, eine Zeile und eine Spalte fertig, dann trage ich das da ein. Ja, Das geht beim Visual Editor inzwischen auch. das muss man erstmal richtig aufrufen. Was war da, was ging nicht, oder habe ich da gehört, da war doch irgendwas. Ach, wird auch einfacher, wenn man die Grundtabelle sortieren könnte. Ne? Wenn ich sage, hier, jetzt habe ich da was Neues eingeführt, die sind jetzt so durcheinander, jetzt hätte ich ganz gerne die erste Zeile so sortiert, dass die endgültig so bleibt. Ne? Dass innerhalb der Tabelle später, wenn du die aufrufst, zum Angucken, da sortieren kannst, ist gut. Ne? Aber sonst. Ach, beim Editieren noch nicht, das stimmt. Das Manchmal exportiere ich mir das nach Open Office ja. und sortiere es da und kopiere es dann wieder zurück. Ja, und dann passiert der Chaos da oder so. Oder? Ja, da dauert diese Liste der Burgen und sowas, die so endlos lang. Da haben wir schon schlechter. Das sind 200, also 370, 280 Schlösser und Burgen und Befestigungen in der Leine Eifel. Hätte ich absolut nicht gedacht, ne? Und Hier in der Umgebung sind schon zig davon. dafür hast du nur eine Woche gebraucht? Ja. Waren ja genug da schon, wo ich ja dann rauskopieren konnte, letzten Endes, ne? Ach so. Gibt ja der Burgen und Schlösser in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen und sowas aus, kann man die dann wieder neu zusammensetzen. Oder eben dann weitersuchen, ne? Okay. Aber ich finde sowas immer sinnvoll, gerade für die Eifel. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir für das Telefonat. Das war sehr interessant, mal mit dir da so ein bisschen zu schnacken. So jemand Jo. ganz Fremden mal an die Leitung zu kriegen und zu hören, was der über die Wikipedia denkt. Ich finde es eine tolle Sache. Macht mir auch Spaß. Okay. Dann bleib schön neugierig. Ja, und Tschüss. dann gehe ich jetzt erstmal essen. Lass dir schmecken. Jo, danke, tschüss. Tschüss. Freie Musik.
Zum Abschluss der Sendung gibt's noch was auf die Ohren. Und zwar das heimliche Lied aus dem Liederzyklus 6 deutsche Stimmen für eine Singstimme, Klarinette und Klavier von Louis Spohr. Spohr zählt neben Niccolo Paganini zu den größten Geigern seiner Zeit. Bereits zu Lebzeiten war er eine Berühmtheit und galt nach dem Tod von Karl Maria von Weber, Ludwig von Beethoven und bis zum Durchbruch der Werke von Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann als bedeutendster lebender deutscher Komponist. Vorgetragen wird das Lied von Montserrat Alavedra y Comas, einer 1946 geborenen katalanischen Sängerin, die leider 1991 schon viel zu früh verstorben ist. Thank you.